1, 2, 3, 4, 5. Kannst du bitte den Kofferraum öffnen? Meine Damen und Herren, hier wurde wieder mal Tetris gespielt. Da sind einfach 250 Kilo Klamotten drin. Jetzt geht's ab. Ab in die Türkei mit den Chaoten. Wir sind 7 Mann, wie die 7 Zwerge. Auch wenn einer 4,85 Meter ist. Das ist unser, Bodyguard. Gerade fahren mit 2 Autos mit 30 Mann. Mach bitte sofort das Startstopp aus, danke. Ja, bitte. Einfach machen. Sehr machen. Und fahr einfach. Hallo, ich mal türkisch ein, dass so viele Kurven an deinem Weg drin lassen. Wallah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Einfach nicht im Weg stehen. Wallah, überfordert. Wir sind schon vor den Jungs hier, ja? Also 3 müssen noch kommen. Wir haben jetzt deren Koffer auch hier. Die werden gerade transportiert. Hey, 1827. 1827. 828, Flug 828, Manifest, Max! Stell dir vor, wir sind jetzt einmal. 5 Jahre fliegen oder was? Goah, 5 Jahre fliegen! Wallah, hier im Wechsel mit Schloss. Nach dem Motto, das bringt was. Du weißt, der Koffer wiegt nur wegen Schloss 2 Kilo mehr. Wegen hart auf hart, wenn ich zu viel hätte, hätte ich Schloss abgemacht. Okay, alles gut, ich mach Schloss ab. Sag denen, der soll heute Pause machen, Wallah. Ich flieg mit denen nach Las Vegas. Was, du bekommen Exit? Hast du Exit bekommen? Nee. Bruderherz, ich bin 2 Meter groß, kannst du mir auch. Aber wir sind nur mehrere, wir sind mehrere. Ihr werdet in einer Hupen dann ja, aber ihr habt alle separat gemacht. Ah, okay, ich bin leise. Einfach nur leise sein. Was ist grad? Der wollte echt mucken, der wollte gut cool sein, ne? Ey, unverschämt sowas. Muss ich dir irgendwas geben, mein Bruder? Nochmal, Bruder? Sehr leicht, sehr leicht. Muss ich hinlegen. Was soll ich euch direkt dahinter setzen? Mit eurem Freund? Bruder, bei mir bitte auch Dings, wegen Waldfreiheit. Weil ich ein Fußballprofi, Bruder. Falls man das nicht sieht. Was wiegt euer Koffer? 822,3. Einfach mal wieder mega abgemessen. Ich hab Bruder, ich hab extra Steine ein bisschen reingemacht, damit genau perfekt ist. Ich bin Perfektionist. Der wiegt auch 3 Kilo oder so. 8 Kilo. Warte, wem gehört der? Hier sind nur Koffer. Der ist gar nicht von uns, glaube ich. Wem gehört der, ey? Wem gehört der? Krass. Der gehört auch noch dazu. Bruder, wie viel bist du behindert? Gib erst nur Koffer, nicht mehr. Sein großer Koffer wiegt 8 Kilo, weil er XXS trägt, der Arm. Bruder, jeder hat Durchschnitt. Wie viel hast du eigentlich? Keine Ahnung, muss gucken. Da, der kommt jetzt. Ach, das ist deiner? Ja. 17. Nein, 16 Kilo. Wallah. Das kann niemals 16, das ist Betrug. Der ist irgendwie ein Trick. Wallah, der kann aber 16. Ja, ja, der ist Trickbetrüger aus Kayseri. Die machen diese Tricks. Ja, wohl jetzt. Die wollen sie jetzt, dass sie dribbeln mit 7 Mann. Ich will da einfach kurz vor Dings, wie bei, wenn eine Autobahn Stau ist, kurz vor Dings einfach rechts einpendeln. Blinker nach links. Einfach Reichweitenverfahren. Bevor ich einen Flug verpasse, will ich vordrängeln. Ist mir egal. Oh, Mission leider passiert. Wallah, ich war drin, aber. Wallah, ich hab so gemacht. Ey, wir schaffen das nicht mehr. Kommt doch mal so. Wallah, kam doch so leise, aber danach. Wir wurden leider rausgeschickt. Ich sehe nur noch eine Welle von meinen Kollegen Kanaken. Tolga ist immer noch da, weißt und du? Die Deutschen schreien. Tolga ist immer noch am Getränk, Dings. Was schreien die von hinten, die Deutschen? Nein, nicht vorgegangen. Oh mein Gott, Alter. Als würdest du jetzt sterben, wenn 4 Leute vor dir stehen, 4 ja? 4 oder 7. Ja, oder 7, Alter. Wallah, wir waren wieder zu gierig, Alter. Wir hätten einfach so in der Hälfte reingehen müssen. Wallah, hey. Letztes Album, ne? Yeah. Das letzte Album, was du geschrieben hast. Ja. Warum bist du nicht Gold gegangen? Ich will es einfach wissen. Warum hast du dich geflirtet mit Dr. Dre? Es glaubt nicht immer, deswegen. Warum kriegst du 8 Kurven? Warum habt ihr euch getrennt? Allah, Billa, die beiden, die haben so einen tödlichen Mundgeruch. Das ist so. Wallah, Billa, red gar nicht. Grauenvoll. Red nicht mit dir. Hör auf zu reden. Dein Mord und Tod. Excuse me? Excuse me? Can I sit woanders? Excuse me. Bruder, geh doch hier rechts. This two guy has Mundgeruch. Excuse me. Can I please sit woanders? Excuse me, I have your deo for him. Deo, Doron. Ladies and gentlemen. Einmal eine Pilotendurchsage, Herr Malik. Herr Malik. Ladies and gentlemen. Dear passengers and everybody else. Please do this here, man. Hab ich mal dran gekommen. On the right side, you arrive in an elevator and an escalator.
Ladies and gentlemen, an escalator elevator. And a ride to the plane and airports. Ich hab meine Mutter ist noch nur Hemd. On the right side you have a random person. No in French. Je m'appelle. Comment tu t'appelles là? Spanisch. Hola, ¿qué pasa? ¿Vos entiendes de Valencia? Sí, a Santiago Bernabéu, estadio de Alicante. Cristiano Ronaldo. Diéramos ese chulo. Nejim. Ya, Murat. Adresse zeige gerek. Abi. Look, Abi, please, Unfall keine machen. Leute, wir sind im Bus, ja. Wir fahren jetzt zu unserer Villa und dann sehen wir uns. Yo, Friends, wir sind jetzt endlich angekommen, ja. Hier bei uns in der Villa, Finca, wie auch immer, keine Ahnung, ja. Wir hatten auf jeden Fall eine harte Reise vor uns, ja. Wir hatten kaum Schlaf. Wir sind aber endlich da und das zählt, ja. Wir sind heil angekommen. Und ich zeige euch mal direkt unser Anwesen hier, wo wir die nächsten 9 bis 10 Tage verbringen werden. So, hier ist der erste Bereich. Ja, die Jungs haben schon ordentlich den Pool ruiniert. So, hier werden wir abends sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, ein bisschen hinlegen, sonnen, chillen, sitzen, vielleicht ein bisschen grillen. Sehr entspannt, ja. Dann gehen wir direkt hier rein. Tunji! So, hier sind wir auch schon im Wohnzimmerbereich, ja. Was haben wir hier? Küche, ja, so, was wir abends zu essen machen. Keine Ahnung, wir essen hier draußen. Hier haben wir ein kleines Zimmer, ja. Hier haben wir ein Bad. Hier noch ein Zimmer, doppelbettmäßig. Waschmaschine, dies und jenes. Ach, noch ein Dusche, krass, sehe ich es jetzt. Oh, und hier oben ist Highlight. Highlight. David Hessler ist schon hier oben am Start. So. Das ist die Aussicht. Richtig brutal, Leute. Papa, ja. Kannst du mir 100 Pfennig geben? Noch kann ich dir was zu trinken holen? Ja, ja. Okay, stark. So, hier noch ein Zimmer. Bam, bam, bam. Bett, ja, so kennt man's. Fernseher, Schrank. Das bin ich, einfach. Okay, nice. Das war's auch schon mit der ganz kurzen Roomtour. Wir werden jetzt einmal in den Pool springen, uns erstmal gemütlich machen. Erstmal klarkommen, ein bisschen chillen und dann sehen wir uns später, Freunde. Jo, was geht ab, Leute? Das ist der zweite Tag. Wir haben den zweiten Tag verbracht, gefüllt nur mit Schlafen. Wir haben, glaube ich, in Deutschland schon lange nicht mehr so gut geschlafen. Ja. Immer bis morgens 5, 6 Uhr wach, wenig geschlafen. Unser Körper war so kaputt, das hat einmal gut getan, dass wir wirklich, wir haben ausgeschlafen, Mittagsschlaf, noch Mittagsschlaf, Nachmittagsschlaf, Abendschlaf. Wir haben jetzt 8:30, glaube ich, oder so. Ne? Sonne schon am Untergehen, wie ihr sehen könnt. Wir machen uns jetzt fertig. Wir gehen aus, wir gehen was essen, wir haben kaum gegessen, zwischendurch einfach nur das gegessen, was hier war. Wir haben ein bisschen eingekauft bei dieser A101 heißt das. Zum Glück hat das keiner gehört. So, auf jeden Fall, wir sind ausgeschlafen, wir haben jetzt richtig Power, das haben wir gebraucht, ne? Wir haben uns hingelegt, ein bisschen gesund, vielleicht sieht man das auch schon, ein bisschen Farbe bekommen. Schau euch mal, ich zeige euch mal, was die hier essen. Ah, der ist doch ein Bebek, guck mal, der macht doch rein, macht einen Ton, ich guck. Wie gerne das gerade essen will. Nee, Wallah, nee, gar nicht. Wir gehen doch gleich essen. Ich will 2000 Lira für ein Stück Fleisch ausgeben, damit ich sagen kann, boah, ja, lecker. Ich will auf diese leere Magen was richtig Teures essen. Ich weiß nicht, wer die Leute verarscht hat, ne? Aber irgendeiner hat die verarscht, Wallah. Wow. Enjoy. Wir haben, glaube ich, gerade gefühlt, wie viel? Ich weiß nicht. Steuerberater hat gerade angerufen. Der meinte, was gerade in der Türkei passiert. Der dachte, bei mir Steuerberater dachte, ich bin Las Vegas. Wegen den Zahlen. Der kann das sein, ne? Also, guck mal, Nusret, ich sag euch ehrlich, das Essen war ungelogen 6 von 10.
Was sagt ihr? 4 von 10. Ja, nicht 6, so hat geschmeckt. Nein, so 6 von 10 bis 7. Nein, Bruder. So 7, nein, nein. Ja, weißt du, so warum 6 von 10? Für den Preis, wir haben über 10.000 Lira bezahlt, für diesen Preis 6 von 10, weil es einfach nicht krass war. Ich sag, Fleisch mach bitte durch, war medium, zu roh. Also der Rest, wenn ich zum Türken gehe und das Fleisch selber kaufe, ja, Mutter macht das, Gewürz, man kann's, das. Also weißt du, euch ehrlich, Nusret kann man einmal machen für die Show, dies, das. Wir haben uns auch nicht angestellt. Ja, nicht so viel meckern und einfach weiter Rolls Royce fahren jetzt. Dank unserem Buddy Mustafa Kehrt. Ich weiß nicht, woher er diese Kontakte hat, ne? Der hat uns aber reingeholt, ja, ohne anzustehen, deswegen sind wir reingegangen. Ich frag mich, was für eine Kasse die haben. So viele Zahlen passen auf diese Kasse. Ich hab diesen Beleg gesehen, Bruder, da waren also Nusret, Zahlen drauf. Kann man machen, muss man nicht machen. Es gibt genug Essen in der Türkei, genug Fleisch, was auch sehr, sehr lecker ist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Kochshow von Yavi TV. Heute haben wir ein wunderbares Buffet eröffnet, ja. Zu meiner Linken sind diesen Sonderschüler von Mustafa Kehrte, der leider die letzten 3 Eier hinfallen lassen hat, ja. Zum Glück haben wir noch die restlichen Eier hier. Wir haben schön ein Omelette mit Pasta mal gemacht. Ich wollte noch gerne eine kleine Pfanne, die restlichen 3 Eier mit Sucuk machen, die der Meinung von Mustafa nicht so wichtig sind. Was für uns aber sehr, sehr wichtig sind, Eier sind eine große Rolle in diesem Leben. Sehr viel Eiweiß, sehr viele Proteine. Ansonsten endet ihr strohdumm wie dieser Junge, der gerade die Eier aufwischt. Der so aussieht wie so. Ein. In dem Sinne, ich würde mal sagen, ne, so das Ganze wird jetzt hier so so auf jeden Teller, so zack, das hat drauf gemacht. So sieht unser Frühstück aus, kurz und knackig. Brot geholt, eingekauft. Wir haben leider kein Hotel Mama. Ich schätze das alle sehr, Leute, die doch bei Hotel Mama leben und jeden Tag Frühstück aufs Silbertablett serviert bekommen, denn das ist wirklich nicht so einfach, wie wir gemerkt haben. Ja. Wir gehen uns beim Frühstück. So, endlich können wir uns hinsetzen. Ja, wir haben riesen Hunger. Wir haben, keine Ahnung, 15, 16 Uhr, Digga, wir haben noch nichts gegessen. So sieht unser Frühstück aus, ja. Mate, bei Yavi, war ja klar. Diese faulen Säcke, keiner macht was nur im Schlaf. Rot, ja, ist das so, der trinkt Cola, denkt, der trinkt Wein, Alter. Nein, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Der schläft mit dem Mund auf, ey. Was machen wir jetzt? Nass machen, wir sind hier Urlaub zu machen, nicht zum Schlafen. Ich bin auch jetzt nicht. Man sieht doch noch nicht. Also, ich bin wieder da. Ich bin richtig behindert oder was? Die kleinen Hunde, Alter. Hört mal auf, ey. Ich hab ein Nachspiel, keine Ahnung. Ich schwöre auf meine Mutter. Sehr, sehr böses Nachspiel, Allah. Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Late-Night-Show, zur späten Abendstunde von Yavis Kochshow. Heute zeige ich euch, wenn ihr im Urlaub sein solltet, ja, euch leicht erkältet habt oder Halsschmerzen habt, wie ich ja, wegen der Klima oder zu lange im Pool, wie auch immer. Ihr presst eine halbe Zitrone ins Glas. So, dann, sehr, sehr wichtig, für den Aroma, ja, einfach mal so ein paar Minzblätter reinmachen. So. Was steckt unser Immunsystem? Was ist sehr, sehr wichtig? Ganz genau. Das sind kleine Ingwerstücke. Die schneiden wir rein. Plus danach, wenn ich mein Glas ausgetrunken habe, werde ich die Stücke essen. Ja, sehr, sehr wichtig. Ingwer, Zitrone, Minze ist drin. Sehr, sehr wichtig. Honig, einfach um das Ganze zu versüßen, ne? Damit es auch lecker schmecken tut. Wasserkocher, heißes Wasser, so rein damit, dann das Ganze einmal schön verrühren, 5 Minuten vielleicht ziehen lassen, aber ich mache jetzt schon mal vorher den Test, nur für euch. Mach aus, mach aus, mach aus, ey! Herr Dürer, vorbei, 10 von 10. So, guten Morgen, Leute. Boah, ich bin miese krank geworden. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, Digga. Locker um 6, 7 Uhr pennen gegangen. Wir haben jetzt 10 Uhr. Wir mussten früh aufstehen. Problem, linke Nase ganze Zeit zu, Digga. Ich habe keine Luft bekommen. Boah, immer so, immer wieder aufgewacht. Ich konnte nicht pennen. Der eine hat Rückenschmerzen, pennt auf Boden. Der andere hat, ich weiß nicht, wie nennt man das? Arschschmerzen, das ist auf Treppe ausgerutscht. Der andere macht sich Sucukbrot am Morgen. Jeder hat irgendwas, jeder ist durch, Digga. Boah, wisst ihr warum? Genau deswegen. Der verdammte Pool, Alter. Alle krank geworden. So, meine Damen und Herren, wir haben 4 Uhr morgens. Schön, ich nicht.
Wir haben 4 Uhr morgens. Ja. Wir müssen um wann los? Um 10 oder 10.30 Uhr? 10 Uhr müssen wir los. So, wir haben morgen eine Yachttour, ja? So, Geld wird schon vorbezahlt, das heißt, wenn wir verschlafen, ist das Geld weg. Und wir reden in einem hohen vierstelligen Bereich, so. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich kann diese Konstellation, scheiße, mit Latschen drauf. Hier, eine Luftmatratze, eine Matratze vom Bett. Ich hoffe, meine, guck mal jetzt das an. Wallah, guck dich mal. Der eine nimmt die ganze... Der hat schon den ganzen Liegen draußen, die ganzen, guck mal, der hat das alles gemacht. Wallah, ich weiß nicht warum, die sind behindert. Die Sonne war zu viel, der eine baut sich ein neues Bett, schmeißt die Matratze ins Wohnzimmer, damit die dort chillen können. Oh, Digga, hier läuft alles schief. So, Friends, wir sind hier angekommen auf unserer Yacht, ja. Wir sind jetzt, keine Ahnung, ein bisschen rausgefahren. Wo sind wir? Ja, genau, da. Wir sind auf jeden Fall hier. Und ja, wir werden ein bisschen reinspringen, ein bisschen schwimmen. Abdel, tauch mal kurz runter, wie tief das geht. Weil auf jeden Fall länger als ich. Mach mal, damit, also 2,7 Meter. Damit ich weiß, wie viel das Salz ich machen kann. Guck, wie der runter geht. Guck. Mein Yacht. Richtig Panik, der Junge. Tief, echt? Sieht gar nicht so aus, aber. Ey, pass auf, unter euch sind Fische, ne? Kasim! Ich will rein! Geil! Geiles Wasser! Warm oder kalt? Brutal, Digga, brutal! Auf Sunji-Modus! Das ist El Hayat, Freunde! Einfach nur rausfahren mit dem Boot, Yacht, was auch immer, nimmt euch irgendwas und dann springt ihr ans Wasser rein. Hä? Geh ein bisschen schwimmen, yallah. So, ich leg die Kamera weg. Ich geh jetzt ein bisschen schwimmen und mich dann sonnen. Wir sehen uns, aywa. Okay, wir sind jetzt raus von der Yacht, ja. Wir waren, glaube ich, von, keine Ahnung, 11 bis 18, 19 Uhr unterwegs. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, und jetzt, keine Ahnung, was machen wir? Was machen wir heute? Wir haben Samstagabend, wir gucken, was der Abend noch mit sich bringt. Erstmal duschen, eincremen. Ich bin richtig braun, schwarz geworden. Guck mal, Digga. Ist aber auch gut rosig geworden, ne? Ja, bei mir ist Salz und Pfeffer drauf. Sind wir jetzt zwar leider nicht so. Ich glaube, vielleicht so. Ja. Alles klar. Der Kasim, der bekommt heute seine Rache zurück, weil er uns vor ein paar Tagen nass gemacht hat. Ich schmeiß ihn jetzt in den Pool rein. Komm, komm. Ich filme, ihr packt ihn. Ich komme jetzt mit Kamera. Jungs, ruhig. Ich hab meine Mutter. Ich hab Jaffe. Ich hab Jaffe. Wallah, Jungs, schnell. Nein, du nimmst mich nicht mit. Ja! Ja, du Hund! Yo, Black Dog! Yo, Black Dog! Du Hund! Das ist die Rache! Das ist die Rache! Gesetz der Rache! Hey, Kamera, hey! Hör auf, du Idiot, Alter! Das ist die Rache, du Hund! Schmeiß rein! Passiert, Kasim, passiert! Leute lachen, wenn die uns nass machen. Die wissen nicht, dass alles zurückkommt im Leben. Dreifach. Ach, das war das erste Mal. Heute, später schmeißen wir dich ins Meer. So, Friends, das war's mit dem Urlaub, ja? Die Koffer werden gepackt in den Vito rein. Wir fahren jetzt Richtung Flughafen. Ich zeige euch noch mal ganz kurz hier, wie es hier letztendlich aussieht. Da noch mal ein bisschen Müll. Ja, irgendwelche Sachen liegen im Pool. Hier ist der Tisch. Abdel, würden Sie uns gerne einmal eine Roomtour machen? Wallah, ich schäme mich hier an der Roomtour. Wo lang sollen wir durchgehen? Komm, wir gehen einmal durch. Man kann nirgendwo durch, alles ist zerdeppert. Filmt uns mal bitte einmal durch. So, hier ist das Wohnzimmer, was auch immer das sein soll. Das war eine Küche. Wir betonen das war, auch. Das war mal eine Küche. Damit ihr nicht sagt, ey, wie ekelhaft seid ihr denn und so. Wir haben extra mehr bezahlt, damit das auch aufgeräumt wird. Ne? Da
Dann gibst du auch, Leuten die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ne? Sind wir das Bad? Das Bad haben wir einmal hier. Da will ich ganz schnell wieder raus. Das Bild von Picasso 1963 wurde das gemalt. Ja, hier liegt eine Unterhose. Ja, das ist von Carson. Was liegt da? Unterhose? Die ist scheinbar nicht original, wenn die da liegt. Ist die Boxshirt von Ihnen? Nee. Hör auf damit, übertreib. Yo, Friends, wir sind jetzt angekommen hier in Colonia. Wir stehen alle mal draußen mit den Koffern. Wir warten auf unser Batmobil, auf unseren Daddy mit dem G-Waggon. Ja. Ich hab gar keinen Bock mehr, ich will nach Hause, ich will duschen, ich will schlafen mit Tyson. Ich bin in meinem Bett. In dem Sinne, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Enjoy it, wir sehen uns, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.